Und nur noch ein paar gesunde Grill- und Eisideen. Besonders kann man das jetzt bei der guten Jahreszeit gut nutzen. Gesunde Grill-Ideen. Also das Essen für mehr Geschmack selbst zu Hause marinieren. Denn also wenn man Marinade kauft oder eingelegte Sachen, ist es oft schon ja, mit Zucker oder so zugesetzt. Und da heißt, kann man es einfach daheim einfach selbst marinieren. Und da kann man Kräuter, Gewürze, Zitronensaft verwenden. Wie bereits erwähnt, ohne die Soße mit Zusatz von Fett oder Zucker. Und lieber hier auch auf selbstgemachte Soßen anstatt auf gekaufte Soßen zurückzugreifen. Man sollte Verkohlung von den Lebensmitteln vermeiden und auch die Portionsgröße beachten. Nur weil man jetzt grillt, muss man sich nicht negativ überessen, sondern einfach auf das Körpergefühl hören und auf das Sättigungsgefühl. Und auch hier auf eine Also auch hier kann man dann dadurch, damit man auf sein Körpergefühl noch immer hört, eine gesunde und ausgewogene Ernährung beibehalten. Eine Idee ist zum Beispiel, gegrillte Gemüsespieße zu machen mit Paprika, Zucchini, Pilzen, Kirschtomaten. Also das kann sehr variieren, je nach Lieblingsgemüse kann man es einfach aufspießen und dann am Grill anbraten. Und das kann auch mit frischen Kräutern oder Olivenöl eben mariniert werden. Obstspieße bieten sich sehr gut für ein erfrischendes Dessert an. Das kann zum Beispiel einfach ein frisches Obst sein, aber auch Bananen, Ananas, Pfirsich beispielsweise schmecken angebraten oder am Grill gelegt hervorragend und sehr und auch süß. Und damit kann auch beispielsweise ein Salat gemacht werden. Und es ist vorteilhaft auch für pflanzliche Proteine zu verwenden, wie Tofu, Tempeh oder Seitan. Und es gibt dann ist es sehr geeignet für verschiedene Ernährungsgewohnheiten. Jeder, der wo eingeladen ist, findet was zu essen und es bringt viel Abwechslung und gesundes Protein. Und das kann auch beispielsweise, kann einfach der Tofu auf den Gemüsestick mit aufgespießt werden und somit kann ein Gemüsetofu-Stick erstellt werden beispielsweise. Oder Spieß eben. Genau. Und einfach Vollkornoptionen als Brotbeilage oder auch für Burger. Also wenn man jetzt ein Burger mit veganen Burger Patty machen will oder mit Tempeh und Gemüse, dann ist eine Vollkornoption einfach eine bessere Option, denn es liefert mehr Ballast und Nährstoffe, wie beispielsweise ein weißes Brot. Dann eignen sich frische Salate hervorragend als Beilage, und zwar mit Blatt und bunten Gemüse oder auch Obst. Und hier kann man dann auch ein selbstgemachtes Dressing verwenden aus Olivenöl, Zitronensaft und verschiedenen ja, Gewürzen, Kräutern oder auch ein Joghurt-Dressing beispielsweise. Und leichtere Beilagenwellen, wie beispielsweise gekühlte Maiskolben, gebackene Süßkartoffel, Pommes, Quinoa-Salat, um einfach wirklich eine nährstoffreiche Ernährung zu haben. Und anstelle von zuckerhaltigen Getränken kann man beispielsweise Wasser mit Früchten oder Kräutern anbieten, anstatt von Softdrinks. Und überkochen und anbrennen, wie bereits erwähnt, also das Ankugeln von Lebensmitteln vermeiden, um eben die Bildung von potenziellen schädlichen oder also schädlichen Substanzen zu minimieren. Und ein ausgewogener Teller bzw. ein bunter Teller sollte auch beim Grillen eingehalten werden. Der soll mit Gemüse, Vollkornprodukten, Obst und Proteinquellen gefüllt sein. Also ein sehr bunter Teller, einfach mit den Beilagen, mit der Proteinquelle sowie ja, genau, Gemüse, Vollkornprodukt etc. Und man kann sehr gut beim Grillen eben aktive Geselligkeit einbinden, da man sich beim Grillen bereits draußen aufhält und dann kann es hervorragend mit Spielen in der frischen Luft, im Freien oder auch mit einem Spaziergang nach dem Essen verbunden werden. Und nun noch ein paar Alternativen zu Eis, beziehungsweise wie man Eis gesünder selbst zu Hause herstellen kann. Und zwar Eiscreme. Nun, wie man sie herstellt. Zum einen kann man hierfür, also braucht man hierfür einen Mixer, eine Küchenmaschine oder einen Pürierstab bestensfalls. Und die Grundzutat kann eine Milchalternative oder Milch eben, Joghurt oder Kokosnussmilch sein. Und je nach Geschmackssorte können nun Früchte, Extrakte oder auch natürliche Süßungsmittel wie Datteln hinzugefügt werden. Und dann mischt man alles sehr gut zusammen und friert es anschließend in einem passenden Container ein für ein paar Stunden. Dann kann man, eine andere Möglichkeit ist es zum Beispiel Eis auf einer Fruchtbasis herzustellen und dafür kann man gefrorene Bananen mit Beeren, Mangos oder Pfirsichen oder je nach, also je mit jedem Obst dann einfach mischen und dann also für eine cremige und natürliche Süße einfach mehr Bananen beispielsweise oder nur Datteln hinzufügen und nachdem die
Banane bereits gefroren ist und vielleicht auch die anderen Früchte gefroren sind, muss hier das nicht mehr eingefroren werden und kann sofort genossen werden. Und gefrorene Banane eignet sich super als Eisbasis und es kann auch eine Kombination aus einer Nussbutter für Joghurt oder eine Milchalternative also ersetzt werden, dass man Nussmus benutzt oder einfach zusätzlich noch verwendet für ein proteinreicheres Eis. Schokoladeneis kann sie einfach mit Kakaopulver, Datteln und Avocado verwendet werden. Durch die Avocado bekommt man ein gesundes Fett, aber natürlich kann auch einfach zu der Banane Kakaopulver hinzugefügt werden. Aber Avocado schmeckt man hier nicht raus, es bildet bitte gesundes Fett und eine sehr cremige Konsistenz. Man kann hier sehr gut mit neuen und ausgefallenen Sorten experimentieren und diese austesten, welche man sich vielleicht nicht kaufen würde, um also nicht unnötig Geld auszugeben, sondern einfach eine kleine Portion herstellen, zum Beispiel mit Kräutern wie Minze und Basilikum oder auch Lavendel kann man experimentieren und das in das Eis geben und einfach mal herausfinden, wie einem das schmeckt. Und den Geschmack des selbstgemachten Eis kann man dann mit Vanilleextrakt, Zimt, Zitronenschale oder allem Möglichen einfach aromatisieren und noch schmackhafter machen. Ein paar Alternativen zur Eiscreme sind dann zum Beispiel ein gefrorener Joghurt-Eisbecher, das heißt Joghurt, ein veganer Joghurt mit frischem Obst mischen und dann einen in Eiswürfel formen, einfach einfüllen und dann kann man diese rausdrücken und einfach als Snack benutzen oder einfach zurück in den Becher mit einem Holzspieß beispielsweise. Und es gibt auch Eisformen. Dann kann man Smoothie Bowls machen. Das mache ich persönlich auch sehr gerne. Und zwar verwende ich einfach gefrorene Früchte, welche ich zu Hause habe. Dann mit einer flüssigen Basis mixen. Also man kann einfach ein bisschen Wasser zum Beispiel hinzugeben und auch mehr oder weniger je nach Konsistenz und gibt dann, also man kann Proteinpulver hinzugeben, muss man aber nicht. Also es bietet sich vielleicht gut an, wenn man noch nicht genügend Proteine am Tag gegessen hat und das hinzufügen kann. Und das macht auch die Konsistenz sehr cremig und vielleicht einen Vanillegeschmack. Und dann kann man es nach Belieben toppen mit Nüssen, Nussmus, Samen, Obst, Gemüse. Und das macht es nochmal einfach besser und crunchier. Und das kann ich euch nur sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist im Sommer eine super Alternative einfach zu einem Eis. Dann gekühlte Obstspieße, also Farnfrohe Früchte aufspießen und dann für einen nahrhaften Snack einfach kurz kühlen. Und dann gibt es noch, kann man noch gefrorene Harpen machen, also sehr viele verschiedene. Einfach Bananen oder Früchte in Scheiben schneiden und sie dann in Joghurt oder Nussbutter tauchen und anschließend einfrieren. Und wenn man mag, kann man auch beispielsweise hier ein bisschen geschmolzene Zartbitterschokolade darüber tropfen. Oder gefrorene Weintrauben kann ich auch sehr empfehlen. Schmecken auch sehr lecker, wenn diese gefroren sind. Und allgemein einfach Joghurt mit Frucht mischen und einfrieren ist ein super gesunder und leckerer Snack. Also das kann ich sehr empfehlen. Besonders also veganer Kokosjoghurt mit Blaubeeren schmeckt sehr gut eingefroren. Und ich freue mich auch, wenn ihr eure Tipps teilt im Forum, wie ihr gesund und fit durch den Sommer kommt, eure Grillideen oder auch Sommersnackideen, welche einfach eine gesündere Alternative zu den herkömmlichen Snacks bieten.